James Egan Holmes wurde am 13. Dezember 1987 in San Diego, Kalifornien, geboren. Er besuchte eine Grundschule außerhalb San Diegos und kehrte mit 12 Jahren zurück in seine Heimatstadt. Ein Jahr zuvor soll er bereits einen Selbstmordversuch unternommen haben. Zurück in San Diego soll er sozial abgestiegen sein. Im Jahr 2006 schloss er ein Studium ab. Schon in seiner Kindheit soll er geglaubt haben, Geister würden gegen seine Wände hämmern. In Aurora lebte Holmes in einem Einzimmer-Apartment, wie viele andere Studenten auch. Angeblich heuerte er Prostituierte an und bewertete sie dann in einem Online-Forum. Er begann mehrere Liebschaften und äußerte nach Trennungen immer, Menschen würden sich in seiner Gegenwart unwohl fühlen, und er äußerte Tötungsfantasien. Am 20. Juli 2012 schlich sich Holmes in einen Kinosaal bei der Vorführung von The Dark Knight und öffnete Rauchkanister. Er öffnete das Feuer auf die Kinobesucher. Dabei starben 12 Menschen, 70 wurden verletzt eingeliefert und einige verstarben erst später. Als er seelenruhig das Kino verließ, wurde er festgenommen. Holmes warnte die Beamten vor Sprengfallen im Kino und in seiner Wohnung. Es befand sich tatsächlich Sprengstoff in seiner Wohnung. In seinem Wagen fand man weitere Schusswaffen und Spike-Streifen, mit denen er die Reifen seiner Verfolger hätte durchstechen können. Es heißt, Holmes habe geglaubt, er sei der Joker selbst, was sich allerdings nicht bestätigen lässt. Sicher ist, dass er vor seinem Massenmord eine Krisenhotline angerufen hatte, aber schnell wieder auflegte. Holmes wurde in Einzelhaft verbracht, wo er mehrfach versucht haben soll, sich das Leben zu nehmen. Am 16. Juli 2014 wurde James Holmes für 24-fachen Mordes und 140-fachen Mordversuchs und weiterer Delikte für schuldig befunden. Am 26. August 2014 wurde Holmes zu 12-fach lebenslanger Haft plus 3318 Jahre und ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Am 8. Oktober 2015 wurde er von einem anderen Häftling angegriffen. Heute wird geheim gehalten, in welchem Bundesstaat oder in welchem Gefängnis Holmes sitzt. Klar ist nur eines, er wird den Rest seines Lebens dort verbringen.